So, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie doch so zahlreich sich hier eingeloggt haben für mein heutiges Webinar. Die Idee daraus ist schon vor einigen Wochen entstanden, dass wir gesagt haben, naja, wir möchten gerne mal einfach eine Webinarreihe machen und unsere drei wesentlichen Hauptbereiche, die wesentlichen Haupttools einmal ganz in Ruhe vorstellen, einfach mal zu zeigen, was kann denn so ein Tool? Wozu braucht man das? Und für wen ist es interessant? Und dabei war natürlich die Frage immer ein Tool. Ja, was ist denn so ein Tool? Der Vergleich ist eigentlich immer ganz schön, wenn man über eine Toolbox spricht. Ich denke da immer an einen Handwerker oder bei uns im Keller. Es gibt auch so eine Toolbox, also einen Werkzeugkasten auf Deutsch. Ja, und da sind die Werkzeuge mit enthalten, die man so braucht für den Alltag. Und ich habe das auch schon einigen unserer Partner immer wieder mal erklärt. Ich bin nehme gern das Beispiel, dass ich sage, wir sind Black und Decker. Das ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern einfach mal ein Beispiel. Wir sind Black und Decker. Wir machen einen ganz tollen Akkuschrauber. Und ich muss dafür sorgen, dass Ihnen dieser Akkuschrauber Spaß macht, dass der gut funktioniert. Und dass er für die Arbeitszwecke, die Sie haben, auch wirklich das abliefert und das leistet, was er soll. Wenn Sie aber ein Bild an die Wand nageln möchten und einen Nagel in die Wand hauen möchten, dann nehmen Sie doch bitte einen Hammer, dann nehmen Sie doch bitte das richtige Werkzeug dafür. Das als Einstieg. Das war so der Grundgedanke. Hat denn der Coach, der Trainer, der Berater dann auch die richtigen Tools zur Hand, die richtigen Werkzeuge in seinem Werkzeugkoffer? Und ich will Ihnen jetzt einfach mal in dieser Schälen Webinarreihe drei wesentliche Tools, wesentliche Werkzeuge vorstellen, die Sie in Ihrer Arbeit dann unterstützen können. Bevor wir anfangen, einfach der kurze Hinweis: Sie können natürlich den Foliensatz und alles, was ich so zeige und auch am Rande erwähne, gerne am Ende bekommen. Sie können auch gerne mal einen Musterbericht sehen oder auch den Prospekt oder weiteres vertiefendes Material bekommen. Dazu einfach am Ende eine E-Mail an mich schicken. Ich habe meine E-Mail-Adresse ganz am Ende nochmal eingeblendet. Was zeige ich Ihnen heute? Ich möchte Ihnen eine ganz kurze Vorstellung zeigen, wer ich bin, wer die Schälengruppe ist. Dann werden wir uns durch die drei Dimensionen, deswegen das Thema 3D-Brille, mal durcharbeiten. Wir fangen dabei an mit den Verhaltenspräferenzen. Die zweite Dimension sind die Motive oder wir nennen sie auch Driving Forces. Dann haben wir die dritte Dimension, die das Ganze noch zu einem richtig scharfen 3D-Bild macht, nämlich die emotionale Intelligenz, EQ. Am Ende schauen wir uns das Bild dann einfach auch mal mit diesem 3D-Effekt an. Das heißt, ich bin immer ein Freund von einem praktischen Beispiel. Und da werden Sie sehen, haben wir ein ganz spannendes für Sie vorbereitet. Und letztendlich kommt es natürlich auch darauf an, wie kann ich denn jetzt dieses Werkzeug einsetzen? Was sind Einsatzzwecke? Was sind Anwendungsgebiete? Und natürlich immer die Frage auch, kann denn dieses Tool auch, dieses Werkzeug auch das, was es können soll und können muss, nämlich die wissenschaftlichen Gütekriterien, Testgütekriterien, dass wir auch da nochmal einen Blick drauf werfen. Zeit für Ihre Fragen ist gerne ganz am Ende. Ich habe den Chat mit geöffnet, bin allerdings jetzt heute alleine hier, habe also keinen Moderator dazu. Deswegen würde ich gerne da am Ende drauf eingehen, dass Sie dann genug Zeit haben, Ihre Fragen zu stellen. Ich werde versuchen, innerhalb dieser 60 Minuten zu bleiben, die angesagt waren. Wenn danach noch jemand gerne Fragen beantwortet haben möchte, können wir das natürlich auch gerne tun. Ich habe genug Zeit für Sie eingeplant. Zuerst zu meiner Person. Mein Name ist Andreas Mehl. Ich bin seit 2010 beschäftigt bei der Scheelen Unternehmensgruppe. Bin zuständig für den deutschen Partnerbereich hauptsächlich. Der deutsche Partnerbereich heißt, Partner sind Trainer, sind Coaches, sind Berater, Personalberater, die mit unseren Tools arbeiten und die in ihrer Arbeit beim Kunden einsetzen. So ein Partner kann sein ein Einzelcoach, ein Partner kann aber auch sein ein großes Trainingsunternehmen mit 70, 80 Trainern. Also da ist auch eine sehr große Bandbreite mit dabei. Zuständig bin ich auch für die Master-Akkreditierungen im Bereich Insights MDI und Outmatch Assess. Das sind zwei unserer Tools.
mein Steckenpferd, mein Baby, mein Lieblingsfeld sind eigentlich Sollprofilprozesse. Das heißt, ich schaue mir gerne, bevor ich die Person, den Bewerber oder den Mitarbeiter mir anschaue, an, was das Soll denn ist. Was ist denn überhaupt das, was die Person erfüllen soll? Welche Verhaltenspräferenzen sollte sie mitbringen? Welche Motive werden im Job belohnt? Und eventuell auch natürlich, welche Kompetenzen sind nötig, damit diese Person ihren Job gut erfüllen kann. Und dabei gibt es natürlich dann auch immer die Abwägung, was kann ich noch trainieren, was kann ich der Person vielleicht auch hinterher mitgeben und was sind vielleicht sogar auch Gründe, wo ich sagen würde, das ist so ein Indikator für mich, die Person vielleicht nicht einzustellen oder aber an einer anderen Stelle einzustellen. Ansonsten bin ich für alle Tools zertifiziert und begleite unsere Partner sowohl fachlich als auch technisch, inhaltlich, vertrieblich, wenn es dann mal um ein Angebot beim Kunden geht und so weiter, bin dafür eigentlich alle Belange auch ansprechbar. Die Schelengruppe, das möchte ich hier sehr kurz halten in dem Bereich. Wenn Sie sich da tiefergehend darüber informieren möchten, kann ich Ihnen gerne auch mal Termine für unsere Infoabende geben. Da erkläre ich ein bisschen mehr über die Schelengruppe. Hier sehr kurz gehalten, wir sind seit über 30 Jahren am Markt. Wir sind eine Gruppe von knapp 50 Mitarbeitern. Das ist immer ein bisschen je nach der Zählweise. Wir haben also auch viele freie Trainer, freie Consultants, die mit uns arbeiten und für uns beim Kunden arbeiten. Standorte haben wir in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und in den USA. Und ein Wert, der mich besonders stolz macht, das sind diese über 1300 Partner im Dachbereich. Da habe ich in den letzten 10, 11 Jahren auch kräftig mit dran gearbeitet, dass wir das weiter aufstocken und immer mehr Partner dazu gewinnen. Partner sind nicht nur unsere Kunden, wir sind nicht nur der Lizenzgeber und damit der Lieferant für Tools, für Analysen, sondern gleichzeitig sind wir auch so ein Stück weit der Beifahrer beim Kunden. Das heißt, wenn der Partner mal einen Benchmark-Prozess, einen Sollprofilprozess beim Kunden darstellen möchte, wenn es um schwierigere Themen mal geht, vielleicht auch mal einen Betriebsrat und so weiter, da sind wir gerne mit im Boot. Da unterstützen wir. Wir unterstützen aber auch mit Material. Wir haben ein großes Partnerportal, wo die Partner dann auch Zugriff haben auf sämtliche Unterlagen, sich dort auch informieren können und wir unterstützen auch immer wieder mit Webinaren oder Tutorials oder was auch immer wir dann anbieten. Das ist jetzt, man glaubt es kaum, gerade mal so knapp ein Jahr her, unser Jahreskongress 2020. Ende Januar hat noch niemand damit gerechnet, dass wir 2 Meter Abstand und Masken tragen müssen und all sowas. Ich hoffe, dass diese Zeit irgendwann bald mal wiederkommt, gehe aber davon aus, dass das nicht so bald sein wird, beziehungsweise wahrscheinlich auch nicht mehr ganz in dieser Form, sondern dann immer noch mit einem gewissen Abstand der Fall sein wird. Schauen wir mal, wir planen im Moment im Anfang 2022, also Anfang nächsten Jahres, nochmal eine Präsenzveranstaltung, den Jahreskongress dann in München. Schauen wir mal, vielleicht klappt es ja. Also, welche Instrumente, welche Werkzeuge hast du oder haben Sie in Ihrer persönlichen Toolbox? Was bringen Sie denn mit, wenn Sie zum Kunden gehen und Ihr Coaching einsetzen oder Ihr Training machen und so weiter? Ich denke, jeder, der mit einem solchen Beruf unterwegs ist draußen, hat seine Toolbox schon auf ein gewisses Maß gefüllt, hat schon Dinge, die er einsetzt. Und die Frage ist immer, wie können wir das auf einen professionellen Rahmen, ein professionelles Level bringen und dort vielleicht auch noch Tools ergänzen, um das Ganze einmal zu vereinfachen für den Trainer, den Berater, den Coach, aber auch um es nach außen hin nochmal professioneller wirken zu lassen und um natürlich zusätzliche Wertschöpfungsmöglichkeiten zu generieren. Wenn ich nur in ein Unternehmen gehe, ein Coaching anbiete, wieder rausgehe, habe ich halt nur die Dienstleistung. Genauso als Trainer, wenn ich mein 2-Tages-Training dort abliefere und abrechne, habe ich die Dienstleistung verkauft. Wenn ich Analysen zusätzlich einsetze hier in meiner Toolbox, dann habe ich entsprechend weitere Wertschöpfungsmöglichkeiten. Die Webinarreihe geht über 3 Teile. Das erste machen wir heute Abend, wie gesagt, diese 3D-Brille, der Bereich Insights MDI.
Dann haben wir den zweiten Teil, falls Sie das noch interessiert, gerne noch anmelden am 6. Mai mit Outmatch Assess. Dort geht es um die Kompetenzmessung, Kompetenzmodelle modellieren und dann entsprechend messbar machen. Und der dritte Bereich dann am 20. Mai mit Relief. Relief sind zwei Tools, einmal die Individualanalyse für die persönlichen Stressfaktoren und einmal die Gefährdungsbeurteilung für das Unternehmen. Psychische Belastung am Arbeitsplatz erfassen und Maßnahmen dagegen ergreifen. Wie schön wäre es, so könnte man in den Kopf des Probanden, in den Kopf des Bewerbers, des Mitarbeiters hineinschauen und wirklich schauen, okay, was treibt ihn um, was ist er für ein Typ, was motiviert ihn auch und so weiter. Die Frage dahinter ist immer, was macht denn die berufliche Performance auch aus? Wir starten hier mit den Verhaltenspräferenzen. Ich habe schon gesagt, das ist so die erste Dimension, die wir uns anschauen. Das ist auch das, was eigentlich am bekanntesten ist in der Personaldiagnostik grundsätzlich und auch bei Insights. Ist so der Klassiker. Wenn ich auf der Messe mit jemandem spreche, der sagt, ja, Insights kenne ich schon vor 20 Jahren, sage ich, naja gut, Insights vor 20 Jahren ist auch nicht mehr das, was es vor 20 Jahren mal war. Trotzdem schauen wir uns hier diesen ersten Bereich mal an, das heißt die Verhaltenspräferenzen. Wie treffe ich Entscheidungen? Was bin ich für ein Typ? Wie kommuniziere ich auch als Führungskraft? Wie führe ich denn mein natürliches Verhalten, meine natürliche Art? Dann der zweite Bereich der Motive, der Antriebsfaktoren, das Warum. Warum tue ich das, was ich tue? Was treibt mich an? Was lässt mich ticken? Was bringt mich vielleicht auch zu Bestleistung in meinem Job? Und dann der Bereich der Kompetenzen, der Fähigkeiten, vorhin schon mal angesprochen über Outmatch Assess. Welche Erfahrungen habe ich? Was habe ich mir an Wissen angeeignet, an Fertigkeiten, an Fähigkeiten angeeignet, um meinen Job entsprechend auszuüben? Dieses Gesamtrad wird jetzt ergänzt noch über den Bereich EQ, emotionale Intelligenz, den wir uns dann gleich als drittes anschauen. Wenn ich EQ hier auf diesem Rad darstellen würde, würde ich es genau in die Mitte platzieren und würde sagen, genau, EQ durchfließt alle Bereiche. Es wirkt sich auf mein Verhalten aus, es hat mit meiner intrinsischen Motivation zu tun und es geht auch um meine Sozialkompetenz, das heißt auch der Bereich, was, welche Kompetenzen habe ich denn, wird hiermit bedient. Das heißt, es durchfließt im Grunde alle Bereiche. Und würde ich unseren letzten Toolbereich Relief hier noch mit platzieren, wäre das im Grunde so der Schirm, der Mantel, den ich darum als Schutz breiten kann, um diesen Bereich hier zu schützen und zum Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten. Die Leistungsträger dauerhaft leistungsfähig halten, ist so die Überschrift dazu. Also Insights, Verhaltenspräferenzen, die Driving Forces, Motive und EQ, das sind die drei Bereiche, die wir uns heute anschauen. Und dann haben wir Outmatch Assess für die Kompetenzen und Relief für die Stressprävention. Steigen wir ein. Die 3D-Brille, so sieht ein 3D-Bild aus, wenn es denn dann mal in allen Farben vorhanden ist. Wir haben das einfach mal getrennt und haben gesagt, okay, schaue ich mir mal eine Farbe nach der anderen an. Also hier mal den blauen Bereich, die Verhaltenspräferenzen. Was sind Verhaltenspräferenzen? Mein guter Freund John Rockefeller hat gesagt, was mich betrifft, so zahle ich für die Fähigkeit, Menschen richtig zu behandeln, mehr als für irgendeine andere auf der ganzen Welt. Das heißt, er hat sehr viel Zeit, sehr viel Geld investiert, sehr viel auch gelernt und Fehler gemacht im Bereich seine Mitarbeiter, seine Kunden, sein Gegenüber richtig zu behandeln. Und da kennen Sie sicherlich alle die alte goldene Regel der Kommunikation, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Und mit Insights können wir das Ganze auf den nächsten Level bringen, nämlich so zur Platin-Regel. Behandle andere so, wie sie selbst behandelt werden möchten. Vielleicht will mein Gegenüber gar nicht so behandelt werden wie ich. Vielleicht tickt ja mein Gegenüber ganz anders. Insights gibt mir hier ein Navigationssystem für die Kommunikation. Wenn ich weiß, wo ich stehe, was bin ich für ein Typ und ich weiß, wo mein Gegenüber steht, ich weiß, wie mein Gegenüber tickt, dann kann ich mich ganz anders auf ihn einstellen und finde diesen Weg. Ich finde diese Kombination unserer Wellenlängen, wenn man so möchte. Ich finde den richtigen Weg, mit ihm zu kommunizieren. Die Arbeiten gehen zurück auf Carl Gustav Jung
und William Marston. Wir nehmen hier Carl Gustav Jung immer auch besonders heraus, weil die vier Farben, die wir jetzt oder diese vier Dimensionen, die wir uns anschauen, eben darauf zurückgehen. Fangen wir an. Wir machen jetzt natürlich keine Akkreditierung, da geht das nochmal wesentlich tiefer. Einfach mal so die ersten Dimensionen. Das wäre einmal die Introversion versus Extraversion. Das heißt, ich schaue, bin ich eher jemand, der introvertiert ist, der eher in sich gekehrt ist, eher zurückhaltend ist, oder bin ich jemand, der sehr extravertiert ist, also kontaktfreudig auf neue Leute zugehen kann und eher nach außen geht. Introvertiert, also ruhig, beobachtend, besonnen, nach innen gerichtet. Extravertiert, eher gesprächig, involviert, begeisterungsfähig, nach außen gerichtet. Und hier kann man sich ja schon relativ gut selbst auch einschätzen, auf dieser Linie. Die Unterschiede liegen in den Bedürfnissen. Der Introvertierte bevorzugt die Privatsphäre, der Extravertierte bevorzugt die Kontakte mit anderen Menschen. Der Introvertierte bezieht seine Kraft, seine Energie aus inneren Ressourcen, aus der Ruhe, aus sich selbst. Und der Extravertierte bezieht seine Energie von anderen, aus dem Kontakt mit anderen. Dann haben wir die nächsten Dimensionen. Das wäre hier das Denken versus Fühlen, also die Sachebene, die Aufgaben, den Aufgabenbezug versus den Beziehungsbezug, die emotionale Ebene. Sachlich versus emotional. Und hier kommen jetzt dann schon die vier Quadranten so ein Stück weit in Betracht. Das heißt, wir haben als erstes das Denken, formal, besonnen, korrekt, und dann das Fühlen, informell, achtsam, mitfühlend. Oder auch auf der anderen Seite unpersönlich, objektiv, wetteifernd, persönlich, engagiert, umgänglich. Um das Ganze greifbarer zu machen, dafür haben wir diese vier verschiedenen Farben, die ich Ihnen gleich mal vorstelle. Bei dem Denken versus Fühlen haben wir noch Unterschiede bei den Entscheidungen. Der Denker entscheidet im Kopf und der Fühler entscheidet mit dem Herzen. Die vier Farben. Der rote ist der fordernd, entschlossene, entschieden, zielgerichtet, willensstark, sachorientiert. Der gelbe ist umgänglich, enthusiastisch, ausdrucksstark, dynamisch, offen, überzeugend. Der grüne ist der eher vertrauensvolle Typ, sehr ermutigend, mitfühlend, geduldig, freundlich, entspannt. Und der blaue ist so der Zahlen-, Daten-, Faktenmensch, vorsichtig, präzise, besonnen, hinterfragend, formal, analytisch. Jetzt ist es so, dass das menschliche Verhalten, die menschliche Persönlichkeit ja meistens nicht nur aus einer von diesen Farben besteht, sondern eigentlich aus allen vieren. Und wir schauen eben mit der Insights-Analyse, wie stark diese Farben oder Farbpräferenzen in ihrem Verhalten, in ihrem Naturell vorkommen. Und dabei ist immer die Frage, wie sehen Sie sich selbst? Das kann man relativ gut einschätzen, wenn wir diese beiden Dimensionen haben, introvertiert, extravertiert und auch auf der Sachebene oder aufgabenbezogenen Ebene, oder bin ich eher auf der Beziehungsebene. Wenn ich mir dieses Diagramm mal einfach aufmale und dann mich einschätze, kann ich das relativ gut hier festmachen. Wenn Sie möchten, können Sie es gerne mal bei sich auf einem Blatt Papier machen, einfach diese beiden Achsen einzeichnen und sagen, okay, bin ich eher introvertiert, extravertiert oder eher auf der sachaufgabenbezogenen Ebene oder eher auf der menschbezogenen, beziehungsbezogenen Ebene. Und das Spannende ist, diese Wahrnehmung, unsere Selbstwahrnehmung, kann auch ein Stück weit von der Realität abweichen. Wenn ich Sie fragen würde, wie viele Beine hat denn dieser Elefant, wie viele Füße, dann wird das schon mal relativ schwierig. Normalerweise zählt man vier, aber hier komme ich tatsächlich auf fünf oder vielleicht sogar sechs, je nachdem, wie ich mir das anschaue. Das heißt, die Frage ist auch immer, wie sieht unser Gegenüber uns? Dabei ist es so, wir können uns selbst vielleicht als roter, fordernd, entschlossen, willensstark und so weiter wahrnehmen. Unser Gegenüber nimmt uns aber vielleicht als aggressiv, antreibend, beherrschend wahr. Als Gelber sehen wir uns selbst vielleicht als umgänglich, enthusiastisch, überzeugend an. Das Gegenüber sieht uns aber eher als erregt, hektisch und indiskret an. Der Grüne nimmt sich selbst als vertrauensvoll, ermutigend wahr und das Gegenüber vielleicht eher als unbeteiligt, abhängig, stur.
Der Blaue sieht sich selbst vorsichtig, präzise, besonnen und das Gegenüber könnte ihn vielleicht als steif oder reserviert, misstrauisch wahrnehmen. Wie sieht das in der Kommunikation aus? Woran erkenne ich denn, dass mein Mitarbeiter ein Roter ist? Woran erkenne ich denn, dass mein Mitarbeiter ein Gelber ist? Oder nicht nur mein Mitarbeiter, vielleicht auch mein Kunde, mein Gegenüber, vielleicht sogar im Privaten, mein Partner. Ich erkenne es zum Beispiel an der Körpersprache. Der Rote ist eher forsch, direkt, hat eine sehr starke, klare Stimme, Aussprache und die Worte sind eher ergebnisbezogen, nutzenbezogen. Der Gelbe ist offen, fröhlich, ausdrucksstark von der Körpersprache, von der Stimme her eher lauter, schneller, lockerer und bei den Worten kommt viel Spaß mit dabei, viel Unterhaltung, Aufregung und so weiter. Bei dem Grünen ist die Körpersprache eher zurückhaltend, aber trotzdem warm und herzlich, also auch auf der Beziehungsebene. Auch hier ist der Körperkontakt oft da und die Stimme ist eher ruhig. Die Grünen machen auch eher mal Pausen, sind zögernder, hören auch gerne einfach mal zu. Und die Worte beziehen sich dann oft auf Sicherheit, Versprechen, Garantien oder auf die Beziehung. Bei den Blauen ist es so, dass die Körpersprache sehr distanziert und kühl ist. Die Stimme eher monoton, ruhig, langsam, nachdenklich. Und wie schon gesagt, Zahlen, Daten, Fakten spielen bei den Blauen immer eine sehr große Rolle. Natürlich ist das hier überspitzt. Natürlich haben wir hier diese vier sehr klaren, nennen wir es mal Schubladen. Das Schöne ist aber, mit Insights machen wir nicht nur diese vier Schubladen auf, sondern wir gehen wirklich in die Tiefe hinein. Es hilft uns, das Verhalten von Personen plakativ darzustellen. Machen wir es mal an einem Beispiel. Als mein Chef dieses Bild in einem Vortrag gezeigt hat, fand ich die Reaktion vom Publikum ganz spannend. Da kam auf einmal, oh, wie süß. Und ich gucke mir dieses Bild an und sage, Moment, wo ist jetzt hier bitte süß? Dann sagt er ja hinten, der Papa mit dem Kind. Das ist doch toll. Okay. Welche Farbe könnte das sein? Ich würde sagen grün. Dann haben wir einen gehabt, der sagte, ah, das ist aber nicht das neueste Modell. Weil okay, dieser Ferrari oder Lamborghini, was auch immer hier dargestellt ist, da gibt es dann neuere Modelle schon von. Was könnte das sein? Geht ein bisschen in die rot-gelbe Ecke. Und dann haben wir einen, der sagte, ja, das wird aber teuer. Sage ich, ja, ja, die Autos sind teuer. Nein, nein, die sind ja im Parkverbot. Sage ich, woran sieht man das denn? Und wenn Sie unten rechts auf den Bildschirmrand gucken, sehen Sie, aha, zwei gelb durchgezogene Linien. Das ist Parkverbot. Das heißt, die dürfen dort überhaupt nicht stehen. Das war natürlich dann der Blaue. Also ganz typisch, wie sich das auch im Alltag widerspiegelt. Ich habe jetzt zwei Videos vorbereitet und Sie dürfen einfach mal überlegen, welche Farbe haben denn die Personen, die hier abgebildet sind. Ich finde das sehr plakativ, sehr spannend. Schauen Sie sich das mal an. Liquimolle Motorenöle produzieren wir ausschließlich in Deutschland. Auch unsere Steuern bezahlen wir hier. Wir schaffen neue Arbeitsplätze und bilden Lehrlinge aus. Weder erhalten wir Subventionen, noch machen wir Kurzarbeit. Damit all dies so bleiben kann, bitte ich Sie sehr herzlich, verwenden Sie Motorenöle von Liquimolle. Motorenöle made in Germany. Liquimolli. Auch wieder ein bisschen Schleichwerbung, aber bei der Firma ist es okay. Ja, was könnte das sein? Ich würde sagen, der überwiegende Teil ist wahrscheinlich grün, grün-blau vielleicht, aber schon sehr auf der grünen Ebene. Und jetzt haben wir ein anderes Beispiel und ich meine nicht den Affen. Hallo Fans, Trigema ist Deutschlands größter T-Shirt- und Tennisbekleidungshersteller. Trigema produziert mit 1200 Mitarbeitern nur in Deutschland. Was sagt der Inhaber Herr Grubb dazu? Wir werden auch in Zukunft nur in Deutschland produzieren und unsere 1200 Arbeitsplätze sichern. Ich kaufe nur Trigema-Produkte und sichere diese Arbeitsplätze. Auch nicht wirklich schwierig. Das ist so ziemlich das Gegenteil. Also sehr, sehr rot, rot-gelb, sehr extravertiert.
In der Analyse sieht das so aus. Das heißt, wir haben einmal dieses Insights-Rad auf der rechten Seite. Das heißt, wir haben dieses Diagramm, was ich am Anfang mit Ihnen gezeichnet habe, dort abgebildet. Und Sie sehen, wir haben keine 4 Schubladen, sondern wir machen sogar richtige 60 Schubladen auf. Es gibt also 60 verschiedene Typen. Und das ist nur das grobe Bild, denn auf der linken Seite sehen Sie diese Säulendiagramme. Die geben uns ein viel feineres Bild nochmal. Das heißt, hier sehen wir wirklich ganz feine Abstufungen in den Verhaltenspräferenzen. Wir messen dabei zwei verschiedene Stile. Das eine ist wir nennen das Basisstil, also mein natürliches Verhalten. Wenn ich keine äußeren Einflüsse hätte, wie würde ich mich darstellen? Dargestellt ist das hier auf dem Rad als Punkt und in den Säulendiagrammen ist es die rechte Grafik. Und dann, und das ist eins unserer USPs, also wirklich ein Alleinstellungsmerkmal unserer Analyse, messen wir über den gleichen Fragebogen ganz valide den zweiten Stil, nämlich den adaptierten Stil, mein angepasstes Verhalten. Also wie verhalte ich mich, wie stelle ich mich dar? Wenn ich es negativ ausdrücken möchte, würde ich sagen, die Maske, die ich aufhabe. Und wir sagen, je näher diese beiden Stile beieinander sind, desto authentischer wirkt die Person, desto weniger verbiegt sie sich, verstellt sie sich. Der adaptierte Stil wird hier dargestellt als Stern. Ich bekomme also auf dem Insights-Rad schon einen direkten, sehr schnellen Einblick, wie stark weichen diese beiden Stile voneinander ab, kann aber dann natürlich noch kein genaues Bild sehen, das dann wieder auf den Säulendiagrammen. Wichtig dazu ist, Insights ist ein Beschreibungsmodell. Es liefert Zugangshinweise und Orientierung zum Verhalten von Menschen. Es ist ein Instrument, das die Unterschiede im Verhalten von Menschen sichtbar macht. Und es bewertet nicht. Es gibt kein richtig oder falsch, kein besser oder schlechter. Das heißt, man kann hier nicht durchfallen durch so eine Analyse. Man kann nicht schlecht abschneiden. Und jeder Typus hat Stärken und Schwächen und agiert in seinem geeigneten Umfeld auf seinem höchsten Leistungsniveau. Jeder Mensch agiert entsprechend seinen natürlichen Verhaltenspräferenzen, wobei jeder jederzeit sein Verhalten bewusst ändern kann. Und ich sage auch immer dazu, Insights ist keine Bibel, Insights ist kein Nonplusultra. Ob ich in einer Personalauswahlsituation bin oder auch im Coaching bin, es ist nicht das, was den gesamten Menschen aufschlüsselt, was mir eine komplette Bedienungsanleitung für den Menschen gibt. Es bewertet die Verhaltenspräferenzen, die Motive und den EQ. Die drei Sachen gucken wir uns an, mehr nicht. Die zweite Farbe, die zweite Dimension, das sind die Motive oder auch Driving Forces genannt. Der Unterschied ist, Verhalten zeigt, wie wir etwas tun, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir uns verhalten, wie wir auf andere Leute zugehen, wie wir führen. Motive erklären, warum wir das tun, was wir tun. Was treibt uns an? Was lässt uns morgens aufstehen? Wofür brennen wir? Wir sagen, Menschen agieren dann am erfolgreichsten, wenn ihr Handeln mit ihren persönlichen Motiven im Einklang steht. Na klar, wenn ich gegen meine persönlichen Motive, meine Überzeugungen handeln muss, das ist doch relativ schwierig. Die Motive in der Insights-Analyse gehen zurück auf die Arbeiten von Eduard Spranger. Eduard Spranger hat gesagt, es gibt 6 grundlegende Handlungsmotive. Ich zeige Ihnen die mal. Fangen wir an mit dem theoretischen Handlungsmotiv. Ich möchte mir Wissen aneignen, in meinem eigenen Wissensstand weiterkommen, meine kognitiven Fähigkeiten schärfen. Ich möchte Dinge herausfinden, entdecken, hinterfragen und so weiter. Benjamin Franklin hat gesagt, unwissend zu sein ist keine solch große Schande wie nicht bereit sein zu lernen. Das heißt, in dieser Analyse nach rechts ausgeprägt, das intellektuell ausgeprägte Motiv theoretisch, heißt, ich möchte mir Wissen aneignen. Ich möchte Dinge hinterfragen, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte zum Beispiel auch Fachbücher lesen. Wenn ich ein Dokument bekomme, dann gucke ich mir das ganz genau an. Warum ist das so? Hinterfrage auch Dinge und so weiter. Jetzt gibt es zu diesem Motiv einen Gegenpol zu allen 6 Motiven. Wir schauen uns die gleich an. Bei dem theoretischen Motiv ist der Gegenpol instinktiv. Das heißt, ich bin jemand, der nicht alles ganz genau wissen muss. Der froh ist, nicht alles
hinterfragen zu müssen, sondern eher so dieses Big Picture zu sehen, sehr pragmatisch zu handeln. Wenn ich was lese, dann mache ich das zur Unterhaltung, zum Spaß, nicht um mich weiterzubilden. Heißt nicht, ich bin vielleicht fachlich nicht so gut, weil die fachlichen, tatsächlich notwendigen Informationen hole ich mir natürlich. Aber ich hole mir nicht Wissen um des Wissens willen. Und auch hier gibt es natürlich wieder keine Wertungen. Ob das Motiv rechts ausgeprägt ist, links ausgeprägt ist, hier gibt es kein Gut, kein Schlecht, kein Besser, kein Schlechter. Es kommt immer auf die Situation an. Passt der Job zu mir? Passt mein Umfeld zu mir? Passt mein Partner zu mir? Das zweite Motiv ist das ökonomische Handlungsmotiv. Die Schwaben würden sagen, was kostet's, was bringt's. Ich bin kein Schwabe, deswegen kann ich es nicht richtig ausdrücken. Das heißt, überall, wo ich Zeit, Geld oder Arbeit hinein investiere, möchte ich meinen persönlichen Profit dabei herausziehen. Sehr starkes Achten auf Ressourcen, auf Ökonomie. Warren Buffett hat gesagt, du musst in deinem Leben nur ganz wenige Dinge richtig machen, solange du nicht zu viele Dinge falsch machst. Die Rechtsausprägung effizienzgetrieben, das heißt, ich strebe danach, meine Ressourcen gerecht einzusetzen und meinen Profit aus allem herauszuziehen. Nach links ausgeprägt ist jetzt wieder der Gegenpol. Würde bedeuten, ich habe eine Befriedigung daraus, nicht immer auf die Ressourcen zu achten. Ich bin gerne mal großzügig, ich bin gerne mal auch verschwenderisch, gehe gerne großzügig mit meinen Ressourcen um und habe da eine ganz gute Portion Idealismus. Dann haben wir das ästhetische Handlungsmotiv. Ich umgebe mich mit Schönheit, mit Harmonie, mit Form und dabei ist mir die Funktion nicht so wichtig. Ein armenisches Sprichwort sagt, eine Wildblume auf der Spitze eines Berges würde niemals mit der Rose im Garten tauschen. Also hier streben nach Harmonie, nach Form, Symmetrie, Schönheit. Ich setze Form vor Funktion. Ich mache immer gerne das Beispiel, ich kaufe mir einen Apple-Laptop, weil das schön aussieht, nicht weil es gut funktioniert. Ich kann es gar nicht richtig bedienen, aber es sieht halt einfach schön aus. Nach links ausgeprägt ist jetzt nicht unästhetisch, sondern wir sagen objektiv, ist jemand, der eher auf die Funktion achtet als auf die Form. Ich denke dabei an Arbeitsplätze, die vielleicht nicht ästhetisch sind, die nicht besonders schön sind. Zum Beispiel in einem Callcenter in so einer Box, 2x2 Meter, kein Platz, sich zu entfalten. Oder auch viele Außendienstler kennen das, sitzen im Auto mit dem Laptop auf den Knien, vielleicht am McDonald's-Parkplatz oder was auch immer. Also ich habe keine Harmonie um mich herum, habe keine Schönheit, Ästhetik um mich herum. Gut, wenn ich ein schönes Auto habe, vielleicht schon. Aber ich kann trotzdem wirklich gut arbeiten. Es ist wichtiger, die Funktion hier in den Vordergrund zu stellen. Um bei dem Beispiel mit dem Laptop zu bleiben, ich kaufe mir so einen Laptop, weil er einfach gut funktioniert, nicht weil er schön aussieht. Das nächste ist das soziale Handlungsmotiv oder auch das altruistische Motiv. Das heißt, ich möchte mich für andere Menschen einsetzen, in einer hohen Ausprägung sogar für andere Menschen aufopfern, ohne meinen persönlichen Gewinn hier an erste Stelle zu setzen. Bertha von Suttner sagt, nach Lieben ist Helfen das schönste Zeitwort der Welt. Also rechts altruistisch, sich für andere einsetzen, ohne hier über den eigenen Profit nachzudenken. Nach links heißt jetzt nicht asozial, unsozial, natürlich nicht, sondern wir nennen das eigennützig. Das heißt, wenn ich helfe, dann möchte ich dabei auch meinen persönlichen Gewinn haben. Ich bin also nicht jemand, der um des Helfens willen hilft. Ich bin jetzt nicht der, der sofort jedem Geld gibt oder spendet, der irgendwie einfach nur jedem helfen möchte, sondern wenn ich helfe, möchte ich wissen, was passiert damit? Trifft das das Ziel, was ich habe? Bringt mir das auch was? Und in so einer starken Ausprägung, wie es hier dargestellt ist, natürlich auch, welchen Vorteil habe ich davon? Werde ich vielleicht als Spender genannt? Habe ich da Marketingvorteile? Oder bekomme einfach nur eine Bescheinigung, die ich dann vielleicht wieder von der Steuer absetzen kann. Dann das individualistische Handlungsmotiv. Hier stecken zwei Faktoren drin. Das eine ist, ich strebe nach Autonomie, Selbstbestimmung. Ich möchte Herr meines eigenen Lebens sein. Ich möchte niemanden, der mir sagt, wo es lang geht.
Und der andere Faktor ist, ich möchte anführen, anleiten, ich möchte vorangehen. Wilhelm Busch sagt, wer in den Fußstapfen eines anderen wandelt, hinterlässt keine eigenen Spuren. Also rechts ausgeprägt, wir sagen machtorientiert, also ich strebe danach, selbst zu bestimmen und auch eine Führungsrolle zu ergreifen. Ich möchte niemanden, der mir ständig sagt, du musst jetzt dies tun, du musst jetzt anderes tun, der mir Regeln vorschreibt oder meine Leitplanken einengt. Nach links ausgeprägt nennen wir kooperativ. Ich bin jemand, der sehr gerne im Team arbeitet, der sich gerne abstimmt, der gerne auch Anweisungen und Regeln annimmt, sehr kooperative Beziehungen eingeht und nicht unbedingt die Lorbeeren ernten muss. Ich muss nicht im Vordergrund stehen, ich möchte lieber in der zweiten Reihe kämpfen. Dann haben wir das traditionelle Handlungsmotiv. Das hat hier weniger mit Tradition in dem Sinne zu tun. Es geht um ein klares Wertesystem, ein klares Prinzipiensystem, was ich für mich finden, verstehen lernen und danach leben möchte. Also klare Grundwerte, klare Grundprinzipien in meinem Leben. Gustav Mahler sagt, Tradition ist Bewahrung des Feuers und nicht Anbetung der Asche. Nach rechts prinzipientreu ausgeprägt, das heißt, ich habe ganz klare Grundwerte, Grundprinzipien in meinem Leben. Ich halte gerne etablierte Regeln ein und akzeptiere diese. Nach links ausgeprägt bin ich eher aufgeschlossen, tolerant gegenüber anderen Denkweisen, anderen Meinungen. Ich bin nicht Fähnchen im Wind, ich nehme nicht jede Meinung sofort an, das nicht. Aber ich bin dem nicht verschlossen gegenüber. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, das bekommen Sie dann gerne im Foliensatz, dass Sie nochmal für beide Seiten jeweils die Informationen auch sich nochmal anschauen können. Auch hier ist es so, dass wir natürlich ein sehr individuelles Ergebnis vom Probanden bekommen. Wir haben hier einfach zwei verschiedene Darstellungsformen. Rechts das Rad, hier sieht man sehr schnell die Peaks, also die Ausprägungen. Auf der linken Seite sehen wir sehr schnell so diese Schwankungen zwischen der linken und rechten Seite. Und auch hier wieder völlig wertfrei. Es kann sein, wenn das Motiv ganz rechts ausgeprägt ist oder ganz links ausgeprägt ist, kann ein Vorteil sein. Es muss eben, es gibt, ist keine Wertung dabei. Es kommt immer auf die Situation und die Rahmenbedingungen an. Was sagt uns das? Zum Beispiel, wenn wir jetzt einen in der Personalauswahl einen Vertriebler suchen und das ist ein sehr ergebnisorientierter Job. Das heißt, der muss wirklich Leistung bringen, leistungsabhängiges Einkommen, um dann wirklich auch gut dazustehen. Dann suche ich hier natürlich jemanden, der ökonomisch nach rechts ausgeprägt hat, sehr effizienzgetrieben ist. Suche ich jemanden, der mir ein neues Mittel gegen Corona erforschen soll und soll hier neue wissenschaftliche Ansätze finden und sehr viel in die kleinsten Details forschen, dann hätte ich gerne jemand, der theoretisch rechts ausgeprägt ist, also hochintellektuell, der die Dinge hinterfragt, ganz genau nimmt. Suche ich jemand, der zum Beispiel sich in ein Team sehr gut einfügt und sehr gut auch supporten kann, mit anderen zusammenarbeiten kann, der nicht immer nach oben strebt, nicht immer die Ansagen machen möchte und so weiter. Suche ich jemand, der hier sehr kooperativ beim individualistischen Motiv ausgeprägt ist. Und wenn wir das Ganze weg von der Personalauswahl mal auf die Personalentwicklung oder Teamentwicklung bringen, auch hier können natürlich Konfliktpotenziale entstehen. Wenn ich im Team zwei Personen habe, die völlig gegensätzliche Motive haben, Antreiber haben, dann muss ich hier ein Verständnis für das Gegenüber schaffen. Okay, mein Kollege reagiert in einer bestimmten Situation völlig anders als ich. Und der kämpft richtig dafür, weil das treibt ihn an, das ist sehr wichtig für ihn. Woran könnte das denn liegen? Das könnten Konflikte in der Motivation sein. Und dann haben wir die dritte Dimension, die das Bild jetzt nochmal komplett abrundet. Damit machen wir das Bild zu einem wirklichen 3D-Bild. Ich weiß nicht, ob Sie diese Bilder von früher mit diesem 3D-Effekt kennen oder auch wenn man ins Kino gegangen ist, hat diese 3D-Brille aufgesetzt. Auf einmal sah man viel plastischer diese ganzen Gegenstände auf sich zufliegen. Interessant ist da die Frage, IQ or EQ? That's the question. Wir haben einen Partner, der sagt immer, ich brauche noch drei IQ-Analysen. Da sagt jemand, na,
IQ-Analysen haben wir nicht, aber wir haben EQ-Analysen, also EQ. Und wenn wir über EQ reden, müssen wir immer, Moment, müssen wir immer einbringen, das ist der Daniel Goleman. Okay, mir ist eine Folie abhandengekommen. Macht nichts, ich zeige Ihnen dafür einen ganz tollen Film, der zu dieser EQ-Thematik passt. Einen kleinen Moment. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business models. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future isn't technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Also, die Geschwindigkeit nimmt zu, der Wandel nimmt zu. Wir haben immer mehr Informationen, immer mehr Druck, Digitalisierung, die Unsicherheit, Angst und Stress nehmen zu. Wozu brauche ich also jetzt emotionale Intelligenz? Wir sagen, der EQ entscheidet zu 90% über den Unterschied zwischen Top-Leistung und mittelmäßiger Leistung in Führungspositionen. Also, was trennt die Spreu vom Weizen bei den Führungskräften? Wie bringen Führungskräfte ihre PS auf die Straße?
Und da ist er, Daniel Goleman hat gesagt, emotionale Intelligenz ist eine Metafähigkeit, von der es abhängt, wie gut wir unsere sonstigen Fähigkeiten, darunter auch den reinen Intellekt, zu nutzen verstehen. Was messen wir bei der EQ-Analyse? Wir haben zwei grundlegende Bereiche. Alles, was Sie in Orange sehen, ist der intrapersonelle Bereich, also alles, was mit mir selbst zu tun hat. Und alles, was Sie hier im unteren Bereich in lila sehen, ist der interpersonelle Bereich, also alles, was mit dem Außen zu tun hat. Fangen wir mal an, oben links, bei der Selbstwahrnehmung. Inwieweit kann ich meine eigenen Gefühle, Gefühlszustände wahrnehmen? Inwieweit weiß ich, wie es mir geht und warum es mir so geht? Dann die Selbstregulierung. Wenn ich jetzt weiß, wie es mir geht, wie kann ich mich denn selbst regulieren? Wie kann ich mich, ich mag dieses Wort, adäquat verhalten? Wie kann ich auch störende Impulse ausschalten? Dann außen herum auf diesem Rad haben wir den Ring dargestellt der intrinsischen Motivation. Also mich über Geldstatus hinaus zu motivieren, Leistung zu bringen, beharrliche Zielerreichung zu zeigen und so weiter. Dann unten links die soziale Wahrnehmung oder Empathie. Also inwieweit kann ich die Gefühle, Gefühlszustände meines Gegenübers, meines Mitarbeiters, meines Teams wahrnehmen und auch mitfühlen. Und als letztes die soziale Regulierung. Wie weit kann ich Beziehungen aufbauen, Netzwerke pflegen, dafür sorgen, dass es anderen gut geht? Ich mache jetzt keine Akkreditierung, deswegen mal die ganz groben Werte jetzt zu dieser Skala. Alles unter 60, da reden wir von einer Schwäche. Zwischen 60 und 80 reden wir hier von einer ausbaubaren Fähigkeit. Und ab 80 nach oben haben wir dann eine wirkliche Stärke erreicht. Sie merken, wir haben den Bereich verlassen, wo wir gesagt haben, egal wie du bist immer gut. Das heißt, bei Verhalten und Motiven gibt es ja keine wirkliche Wertung drin. Bei EQ haben wir den Bereich verlassen, das heißt, hier gibt es eine Wertung. Es gibt gut und schlecht. Die gute Nachricht dazu ist, Sie können es verbessern, Sie können es trainieren, Sie können es coachen. Das heißt, hier kann ich wirklich dran arbeiten, um meinen EQ zu verbessern. Dabei ist es so, dass die einzelnen Bereiche aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn ich meine Selbstwahrnehmung nicht im Griff habe, ich weiß überhaupt nicht, wie es mir geht, dann hilft mir meine Selbstregulierung nichts. Das heißt, ich sollte zuerst mal bei der Selbstwahrnehmung ansetzen. Wenn ich die soziale Wahrnehmung nicht habe, ich weiß überhaupt nicht, was los ist, was in meinem Team abgeht oder was bei meinem Kunden oder meinem Gegenüber gerade passiert, dann hilft mir die soziale Regulierung nichts, weil ich weiß nicht, welche Knöpfe ich drücken muss. An dieser Stelle liebe ich ein praktisches Beispiel. Und das ist jetzt im Grunde der Blick durch die 3D-Brille. Wir haben eine Situation gehabt, und das ist das Schöne an dem Beispiel, dass das nicht erfunden ist, das ist tatsächlich so gewesen. Wir sind zum Kunden gekommen und hatten hier zwei Teamleiter, die ganz ähnliche Aufgabenstellungen hatten, ganz ähnliche Teamzusammensetzungen hatten, knapp 40, 50 Mann unter sich und ein relativ komplexes finanzmathematisches Thema vertrieben. Diese beiden Teamleiter sind Brüder, das macht das Ganze nochmal wesentlich spannender. Und die Ausgangslage war jetzt so, bei der einen Person, bei dem einen Bruder war es so, dass das Team total erfolgreich war. Wir hatten immer Bestleistungen, super Stimmung, der Zusammenhalt war toll, das hat richtig gut funktioniert. Und bei dem anderen war es so, der hat immer Streitgespräche gehabt, die Fluktuation war sehr hoch, hat die Zielvorgaben nicht erfüllt und dem Team ging es einfach nicht gut. Es gab sehr viele Konflikte. So, jetzt haben wir Ihnen ja diese drei Bereiche der 3D-Brille Insights mal vorgestellt. Jetzt sind Sie ja Insights-Profis, das heißt, wir zeigen Ihnen jetzt mal oder ich zeige Ihnen jetzt mal diese beiden Brüder. Die sind bewusst geixt, damit Sie selber mal überlegen können, okay, welcher ist denn jetzt welcher von den beiden Brüdern? Schauen wir uns das an. Wir haben ganz in der Mitte das Insights-Rad. Das heißt, hier wieder nach diesem Diagramm, was wir ganz am Anfang gezeichnet haben, ist das jemand, der sehr extravertiert ist und eher auf der Sachebene unterwegs ist, also hier im roten Bereich. Wenn wir uns das genaue Ergebnis links auf diesem Säulendiagramm anschauen, sehen wir, okay, der hat 100%, also 100 Punkte rot. Das ist extrem rot. Wir reden so ab 90% von einer Extremausprägung der Farbe. Also das ist schon ordentlich Rotanteil. Mehr geht ja nicht, dann müssten wir die Grafik neu erfinden.
Dazu hat er aber diesen Gelbbereich, das heißt so über 70% gelb. Er kann also auch Leute inspirieren, kann vor seinem Team stehen, kann die kommunikativ mitnehmen, kann auch mal sicherlich irgendein Teamtraining machen mit denen oder auch den Kunden begeistern. Ist also hier auch wirklich auf der kommunikativen Ebene ganz gut unterwegs. Dazu kommt jetzt was für eingefleischte Insights-Berater. Das ist schon für Fortgeschrittene. Wir haben den grünen Bereich in einem Bereich zwischen 40% und 50%. Da redet der Insights-Berater vom situativen Bereich. Das heißt, ich kann meine grüne Farbpräferenz hier aktivieren. Ich kann sie benutzen, wenn es die Situation erfordert, wenn ich das brauche. So. Wofür sorgt das denn hier in dem Beispiel? Dafür, dass der grün wirkt? Fragezeichen. Nein, natürlich nicht. Er ist sehr, sehr klar rot. Wir reden hier immer von Gegenfarben. Rot und Grün sind Gegenfarben, Gelb und Blau sind Gegenfarben. Und damit würde er nur ein Stück weit sein Rot reduzieren, sein Rot etwas zurücknehmen und damit etwas weicher wirken. Aber er würde sicherlich nicht grün wirken, nicht ohne einen extremen Energieaufwand. Dann haben wir das Blau, das ist eher in dem Bereich, wo man sagt, naja, also Blau hat er nicht so viel zur Verfügung. Muss man auch gucken, ob der Toner noch funktioniert, der blaue, ob da noch überhaupt Farbe übrig ist. Also da ist nicht so viel da. Okay, Verhaltenspräferenzen, dann gucken wir uns die Motive an. Er ist also eher auf der intellektuellen Seite, Dinge genau nehmen, hinterfragen. Bei dem Produkt, was Sie vertreiben, finde ich das ganz zutreffend, ganz passend. Sehr hoch ökonomisch motiviert, passt auch bei dem Job. Sehr objektiv, also er braucht kein Shishi, er kann wirklich überall arbeiten, sehr funktionell. Sozial eher mittig, ne? Es kann Situationen geben, da ist er eher altruistisch und mal Situationen, wo es eher eigennützig ist. Dann bei dem individualistischen Motiv eher auf der machtorientierten Seite. Er möchte also sagen, wo es lang geht und möchte auch keinen, der ihm das unbedingt vorgibt. Und dann haben wir das traditionell aufgeschlossene, also ist er jemand, der sehr offen für andere Denkweisen, andere Meinungen ist. So, jetzt schalte ich zu dem anderen Bruder rüber. Sie müssen ganz genau hingucken, denn der Unterschied ist nicht sonderlich groß. Achtung. Ich mache nochmal zurück, weil das sieht man wirklich kaum. Also das ist der erste und das ist der zweite. Wir fangen wieder beim Insights-Rat an und Sie haben gesehen, das ist genau die gleiche Position. Ist also auch jemand, der extravertiert, eher sachorientiert ist. Wir sehen uns das im genauen Bild an. Der hat wesentlich weniger Rot als sein Bruder, nämlich genau 1%. Also auch knallrot. Der ist richtig rot unterwegs. Der hat ein bisschen weniger Gelb. Das heißt, auch so dieses Kommunikative ist etwas weniger. Aber was uns besonders auffällt, ist das Grün. Das heißt, er hat das Grün nicht im situativen Bereich. Das ist sogar noch kleiner als das oder noch niedriger als das Blau von dem anderen Kollegen. Das heißt, das ist eher was, was er nicht wirklich gut aktivieren kann. Das Blau ist so gerade am situativen Bereich. Das wäre jetzt hier noch möglich, dass er dann damit eben auf der Sachebene noch mal ein bisschen mehr in die Details geht. Schauen wir uns die Motive an. Auch hier eher intellektuell motiviert, eher effizienzgetrieben motiviert, eher funktionell, also braucht auch nicht viel Harmonie. Sozial ist auch ganz ähnlich. Machtorientierung ist ganz ähnlich. Bei dem traditionellen Motiv ist diese Aufgeschlossenheit noch mal eine Ecke höher. Also der ist wirklich sehr offen für andere Denkweisen, sehr tolerant. So, haben Sie sich schon überlegt, welcher ist denn jetzt welcher? Der erste oder der zweite ist der erfolgreiche, der mit der Sonne, der Superleistung bringt. Ich löse es auf. 100% oder fast 100% der Insights-Berater, die also zertifiziert sind, die mit diesen Analysen arbeiten, würden in diesem Fall sagen, ja, der erste, der Herr X, das ist der erfolgreiche. Das ist der mit dem Spaß im Team, mit der Bestleistung und so weiter. Woran liegt es? An dem Grünanteil und an dem etwas höheren Gelb. Das heißt, diese kommunikativen, emotionalen Farbpräferenzen sind bei ihm höher ausgeprägt. Mit dem Grün kann er sein Rot ein Stück weit zurücknehmen und einfach weicher, wärmer wirken. Ein Gegenargument wäre bei dem zweiten, ja, der ist aber aufgeschlossener. Der ist ja in dem traditionellen Motiv mehr aufgeschlossen. Deswegen ist der zweite hier der erfolgreiche. Und beides ist falsch. Und das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Insights ist nicht das Nonplusultra. Insights mit Verhalten und Motiven erklärt nicht alles.
Der zweite hier ist der erfolgreiche, aber nicht wegen seinem aufgeschlossenen Motiv, sondern wir ergänzen mal eine dritte Dimension. Jetzt setzen wir unsere 3D-Brille auf und fügen noch EQ hinzu. Ich habe vorhin gesagt, so alles unter 60 ist eher eine Schwäche. Das heißt, hier bei dem ersten, der hat nicht wirklich eine sehr gute Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Das heißt, er weiß überhaupt nicht, wie es ihm geht. Dass er ungefähr mit 63 mal die richtigen Knöpfe bei der Regulierung trifft, hilft ihm nicht. Er weiß nicht, welche Knöpfe er drücken soll. Genauso bei der sozialen Wahrnehmung. Er weiß überhaupt nicht, was in seinem Team abgeht. Dass er einigermaßen mal die richtigen Antworten bei der Regulierung gegeben hat, hilft ihm nicht. Er weiß nicht, was er regulieren soll. Und dass der mit 62 noch eine relativ hohe intrinsische Motivation hat, finde ich bemerkenswert. Wenn ich den ganzen Tag Streitgespräche und Fluktuation hätte, würde ich wahrscheinlich auch hier eher niedriger intrinsisch motiviert sein. Und wir schauen uns den zweiten an. Der Anwalt würde sagen, keine weiteren Fragen. Das heißt, wir haben einen sehr ausgeprägten EQ, also sehr hohe Selbstwahrnehmung, hohe Selbstregulierung, die hohe soziale Wahrnehmung und die hohe soziale Regulierung. Und was ich ganz bemerkenswert finde, ist mit 97 einer der höchsten Werte, die ich je bei der intrinsischen Motivation gesehen habe. Also der ist richtig gut unterwegs, obwohl er knallrot ist. Ja, es gibt rote Typen, die also sehr dominant sind, sehr sachorientiert sind und trotzdem empathisch sind und auf die Gefühle anderer eingehen können. Also ja, natürlich, der mit der Wolke ist der mit dem niedrigen EQ und der mit der Sonne ist der mit dem hohen EQ. Wir haben einige Anwendungsgebiete für Insights MDI. Also wofür kann ich es einsetzen? Zum Beispiel für die Führungskräfteentwicklung. Das heißt, ich sehe das Potenzial des Einzelnen. Es gibt mir Hinweise auf die Motivation der Führungskraft. Es zeigt mir den persönlichen Wert fürs Unternehmen auf. Es verbessert die Kommunikation und gibt mir dieses Navigationssystem. Dann haben wir den Klassiker-Einsatzzweck, das Teambildung. Das Teambuilding. Das heißt, wie kann ich Teams zusammensetzen? Wie kann ich Teams in der Kommunikation besser zusammenführen? Untereinander das Vertrauen fördern, das Verständnis gegenseitig fördern, die Konfliktpotenziale ausräumen, das Teamklima verbessern. All das kann ich mit Insights tun. Konfliktbewältigung. Dadurch, dass wir sehr wertfrei auf diese verschiedenen Typen eingehen, können wir hier auch die Konfliktpotenziale aufzeigen, können hier Kommunikationshinweise geben, wie solltest du mit dem Gegenüber umgehen, wie solltest du es eher nicht tun, das gegenseitige Verständnis wieder fördern und auch ein Rollenverständnis entwickeln. Auch einer unserer Klassiker, So gewinnen Sie jeden Kunden, haben wir sogar als Buchprogramm, die Verkaufsbeziehungskompetenz. Also wenn ich weiß, wie mein Kunde tickt, dann kann ich auch ganz anders auf ihn eingehen, kann ihn da abholen, wo er steht. Zeigt mir Schwächen und Stärken im Verkauf, sensibilisiert mich für das Gegenüber und gibt mir ganz klare, konkrete Coaching-Ansätze. Und letztendlich bei der Personalauswahl. Ich bin ein Freund davon, Sollprofile zu erstellen, wirklich zu schauen, wie sollte denn mein optimaler Bewerber aussehen, bevor ich gefragt werde, passt die Person denn überhaupt zum Job? Dafür muss ich natürlich erst sehen, wie ist denn das Sollprofil? Und damit kann ich natürlich die Folgen von Fehlbesetzungen reduzieren. Eingangs habe ich es gesagt, wir schauen einmal auf die wissenschaftlichen Testgütekriterien. Ich als theoretisch links ausgeprägter hinterfrage das nicht 100%, möchte nicht jeden einzelnen Kronbachs Alpha mir anschauen. Aber natürlich, Insights muss das tun und das natürlich auch immer wieder nachweisen. Wir erfüllen sämtliche wissenschaftlichen Testgütekriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität. Und wenn Sie darüber Informationen möchten, darüber gibt es ein Validierungshandbuch, was wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, um mal zu schauen, okay, wie sind denn die Werte hier wirklich? Und ganz aktuell arbeiten wir an der neuesten Normierung, die wird jetzt zum 1. Mai eingestellt. Das heißt, auch hier achten wir immer darauf, dass die Werte immer wieder aktualisiert werden und dass wir auf dem neuesten Stand bleiben und unsere Messwerte dann auch wirklich abgleichen. Es gibt im Hause Scheelen für diese drei Toolbereiche jeweils Ausbildungen. Das heißt, Sie können sich bei uns zertifizieren lassen.
Das erfolgt in der Regel in zwei Stufen. Einmal eine Basiszertifizierung, 3 Tage in Präsenz oder meistens in Online-Variante sind es dann nur 2 Tage. Und nachgelagert ein Master-Akkreditierungstag. Das ist dann das, um die Praxis zu vertiefen. Sie haben inzwischen in der Zwischenzeit Erfahrungen gesammelt, Ihre ersten Analysen gemacht und dann wird nochmal vertieft. Wir üben die Interpretation, wir fügen EQ nochmal hinzu, wir schauen uns weitere Einsatzzwecke und auch Möglichkeiten mit Insights an, auch Sollprofile zum Beispiel. Wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie sich gerne an mich wenden, dass wir einfach mal schauen, okay, was kommt für Sie in Frage an Ausbildungen, wie funktioniert das? Wir haben auch eben hier ein sehr attraktives Partnersystem, das heißt, als zertifizierter Partner bekommen Sie auch vergünstigte Einkaufspreise. Sie werden unterstützt mit Unterlagen, vorhin schon mal angesprochen, dieses Partnerportal, wo Sie auch PowerPoints und Material bekommen und werden auch laufend eben fachlich supportet von uns bis hin zu kompletten Trainingsmodulen, die wir ausgearbeitet haben, wo Sie sich einfach ein fertiges Training dann einkaufen können, um es bei Ihrem Kunden anzuwenden. Und ich glaube es fast gar nicht, wir haben eine Punktlandung. Das heißt, wir sind genau auf 60 Minuten herausgelaufen. Und ich freue mich, Ihre Fragen noch zu beantworten. Für die, die schon aussteigen möchten, ganz kurz nochmal die Zusammenfassung. Wir haben die 3 Teile der Schelen-Webinarreihe. Gerne nochmal am 6. Mai zu Outmatch Assess und am 20. Mai zu Relief. Und wenn Sie sich für den Foliensatz oder Infomaterial interessieren, schreiben Sie mir eine kurze E-Mail an andreas.mehl@schelen-institut.de. An dieser Stelle bedanke ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen ganz tollen Abend und stehe jetzt gerne noch für Fragen zur Verfügung.